ist unser Maskottchen, unser Wirbelwind. Die hält uns alle auf Trab. Das ist ihre Aufgabe. Das schafft sie super. Die Grace geht hier an den Start. Das ist unsere 11-jährige Tochter. Sie ist ein Sensibelchen und die hat hier tolle Runden gedreht. Auf so einem Platz reiten zu dürfen, lernt man was. Und tolle Parcours, Ambiente und das auch noch mit dem Papa machen zu dürfen, ist klasse. Es ist auf jeden Fall cool, so einen Vater zu haben. Und es hilft mir natürlich auch sehr viel, so ein großes Vorbild zu haben. Jolie reitet hier nicht dieses Mal und sie ist jetzt mit hier, um zu helfen, zu ihrer Schwester zu helfen, ihr Papa die Daumen zu drücken. Grace und ich, also wie es so ist unter Schwestern, natürlich gibt es immer Hochs und Tiefs. Und wir haben uns früher auch sehr viel gestritten, aber ich finde, es wird jetzt so Stück für Stück besser. Und ja, da bringen uns auch mal so schlechtere Runden zusammen, indem wir uns dann wieder aufbauen. Ja, und Max geht ja hier an den Start, hat viele jüngere Pferde auch dabei oder auch, und auch Pferde, die jetzt nicht so ganz, ganz jung sind, aber die er auch mal auf so einen tollen Platz reiten möchte und spüren und fühlen und weiterentwickeln. Pferd international hat für mich eine lange Historie. Ich habe eigentlich so meine reiterliche Geschichte hier in München-Riem begonnen mit dem Pony Bobby und habe hier eben als Kind Pferd international miterleben dürfen. Wir sind reiterlich auf der Anlage ja schon seit 55 Jahren zu Hause, haben uns ja praktisch kennengelernt und haben die Olympiade 1972 hier voll mitgemacht. Das liegt uns natürlich sehr am Herzen, dass man den Nachwuchs hier fördert, denn das Reiten hat so viele Vorteile, diese Beziehung mit dem Pferd, die Disziplin, die man haben muss und so weiter. Das finde ich schon immer sehr wichtig und da müsste es viel mehr Schulsport geben oder auch Reitschulen. Das wird ja leider bei uns immer weniger. Und der FRB hat sich eigentlich wirklich das auch jetzt ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Unsere Mutter ist mit uns eigentlich auf jedem Turnier dabei, fährt mit für uns den LKW zum Turnier, steht da, egal welche Uhrzeit, immer dabei mit auf dem Abreiteplatz, fiebert damit, filmt uns. Ich bin halt die Mama, bin ein bisschen für alles zuständig und ja, die Rasselbande zusammenzuhalten.